Oh yeah, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Wir spielen heute Jazz Jack Rabbit. Ja, ich freue mich schon unglaublich hier drauf. Einfach weil das Spiel awesome ist. Aber was ist jetzt gerade passiert? Ach, die Demo beginnt. Ach so, das muss doch einer sagen. So, ja, die Demo ist ganz, ganz große Klasse, vor allem, weil die Demo ein Bonus-Game zeigt und nicht das eigentliche Game. So, wir gucken uns gerade mal die Instructions an. Ich lese mal gerade vor. This turtle has kidnapped this rabbit in order to conquer this planet. It's up to this rabbit to destroy this turtle with this gun. Aha, wir haben also ein LFG 2000. Oder auch, wie uns heute so schön sagt, ein LFG 2K. Ja. To save her and this. Ja, Instructions, welcome to Jazz Jack Rabbit, a speedy, colorful action game, unlike any other on the PC. In order to play Jazz, you must understand three rules. First, you run like the wind. Second, shoot everything that moves. Third, if you can't shoot it, take it. Okay! If you run into any problems, type help me at the DOS, bla 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 bla. Ja, apropos DOS, ich spiele das Ganze hier über die DOS-Box. Das ist ein Emulator, falls es Leute gibt, die DOS-Box noch nicht kennen. Die DOS-Box ist ein Emulator für ja, alte DOS-Spiele, damit man die auch auf neueren Rechnern zocken kann. Das ist doch schon mal ziemlich nice. So, und ja, hier wird nochmal alles schön erklärt, aber ich spiele natürlich mit Controller, mit einem Super Nintendo Controller. Ja, ich habe Joy-to-Key, benutze ich hiermit. Hier sehen wir nochmal die ganzen Waffen, die wir bekommen werden. Und die ganzen... Ja, also hier steht eigentlich da oben schon, es ist Jazz Arsenal. So, ja, Game Winning Strategies, bla 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 bla, ja, ich bin awesome. Ja, okay. Dann beginnen wir ein New Game. Wir spielen natürlich auf Turbo. Oder sollen wir doch easy nehmen? Nee, ich glaube, wir bleiben bei Medium. Ja, hart ist... Ich muss dazu sagen, ich finde das Spiel unglaublich geil, ja, aber es ist... Auf Hard ist es doch schon etwas zu schwer. Ich bin unglaublich schlecht auch da drin, muss ich jetzt so sagen. Ja, und Turbo. Turbo ist eigentlich nur das gleiche wie Hard, nur du hast da noch weniger Zeit. Ja, das ganze Spiel geht auch auf Zeit. Du hast keine Chance, irgendwie... Oder du solltest dir die Level nicht genau... Also nicht direkt, wie soll man sagen? Untersuchen? Nee, das klingt scheiße. Du solltest die Level erkunden war das doch das Wort, was mir gefehlt hat. Nicht so sehr erkunden, es geht einfach nur hier durchzurasen. Ja, es gibt 6 Episoden. Ja, und wir beginnen natürlich bei Episode 1, Turtle Terror. Und die Welten sind so aufgebaut, es gibt 2 Level pro Welt und 3 Welten pro Episode. Plus Bosskampf. Plus... Bonus Games. Und ich würde mal sagen, wir machen das so, wir zocken pro Folge eine Welt durch. Ja, also das heißt, dann sind wir bei 2 Level plus Bonus Game pro Folge. So, ja, doch, da sind wir gut mit dabei. Und ja, ich würde mal sagen, ich höre auf zu labern. Wir laden erstmal Diamondes Level 1. Ich muss dazu sagen auch noch, die Ladezeiten sind etwas lang. Das liegt allerdings hauptsächlich an der DOS-Box. So, da haben wir auch Jazz schon und der rast hier wieder wilde Wind mit seiner LFG 2000 und wir müssen einfach alles wegballern. Ja, und was ihr da gerade gesehen habt, das waren 3 Fünfer-Disketten hier. Keine Ahnung, warum wir die einsammeln, aber ich sammle die einfach mal ein. So, ich habe gerade den Toaster eingesammelt, ja, das haben wir, seht ihr dann unten, neben unserer Gun, einmal hier die Waffenart, also die Munitionsart, besser gesagt, und wie viel Munition wir dafür haben. Ja, der Toaster haben wir 41 Schuss gerade zur Verfügung und den Blaster. Ja, davon haben wir unendlich viele. Und im Grunde genommen brauche ich eigentlich auch nicht weit mehr als den Blaster, aber...
Es gibt Situationen, wo der Toaster oder beziehungsweise auch andere, es gibt natürlich noch ein paar mehr Waffen, sagen wir es mal so. So. Und einfach, Spielprinzip ist eigentlich relativ einfach. Es geht ein bisschen so wie Sonic. Einfach alles. Man muss einfach so schnell rennen, wie man kann. Und alles einsammeln und alles zerballern. Gut, das muss man bei Sonic jetzt nicht machen, aber ihr versteht das Spielprinzip schon, ne? Also so kompliziert ist es nun auch wieder nicht. Au, das war dumm. Ach, und da sieht man auch schon wieder meinen Skill. Ja, ich habe schon angekündigt, ich bin nicht so sonderlich gut in diesem Game, aber nichtsdestotrotz macht es unglaublich viel Spaß. Dabei fällt mir ein, es gibt viele Leute, die sagen, Jazz Jack Rabbit hätte eine grauenhafte Steuerung. Was ist heute los mit mir? finde ich eigentlich nicht so. Nicht ganz ehrlich. Ich finde, ich komme gut zurecht. Da oben ist noch etwas. Moment, das holen wir uns jetzt noch. Habe ich es eingesammelt? Keine Ahnung. Ach, was soll's. So. Dann, habe ich mich noch richtig erinnert. Hier befindet sich auch noch etwas. Und ja, wir sammeln einfach alles ein. Und da haben wir auch schon ein komisches Schild mit einem Haken drauf. Das ist übrigens ein Checkpoint. Oh Mann. Da wurde ich gerade von dieser Biene angegriffen. Und das ist was ganz Cooles. Das ist Rapid Fire. Das ist einfach nur Schnellschuss. Jetzt muss ich nicht immer die ganze Zeit Button mashen. Nee, jetzt kann ich einfach den Knopf gedrückt lassen. Und Jazz rennt einfach weiter. Mit jedem weiteren Rapid Fire wird mein Schuss immer schneller. Das ist ziemlich nice. So. Bounce und Bounce. Ich will alles einsammeln. Das gibt natürlich auch noch viele Punkte. Aber ich sag gleich vorweg, das wird auf keinen Fall 100% run. Das könnt ihr mal vergessen, Freunde. Ja, also dafür reicht meine Erinnerung doch nicht aus. Vor allem, weil, wann ist das her, wo ich das Spiel gespielt habe? Es muss 1996 gewesen sein oder so, oder 98. Irgendwie so um den Dreh rum auf jeden Fall. Und ich war damals schon richtig schlecht in dem Spiel, ja? So. Gut, kann man auch sich wahrscheinlich denken, weil ich da noch ein kleiner Pilz habe, aber 1998, wie alt war ich da? Ich war da gerade 6. 5 oder 6 Jahre alt, so. So, komm schon. Und wie gesagt, dementsprechend war ich auch etwas schlecht in dem Spiel. Und außerdem hatte mein Bruder mich eh nicht so sehr an seinen PC gelassen. Ich selber hatte damals noch keinen eigenen. Ach, hier sind wir schon beim Ende. Aber es gibt noch immer Sachen zu entdecken, Freunde, passt mal auf. Beim ersten Testspiel habe ich das nämlich auch schon gefunden, also beim ersten Aufnahmetest. Zack. Haha, hier befinden sich auch noch Sachen. Wie zum Beispiel 3,5er Disketten. Ich weiß immer nicht, warum wir die einsammeln. So. Und zack, erschießen wir das Schild. So. Das war schon mal eine ziemlich nice Wertung hier, die wir hier haben. Ich finde die Animation so geil. So. Diamond ist Level 2. Okay, und da haben wir jetzt auch schon eine neue Waffenart. Beziehungsweise Munitionsart. Ich darf immer Waffenart sagen. Neue Munitionsart, nämlich die RF Missile. Das ist eine ziemlich coole Missile. Zeige ich euch mal gerade. Zack. Das ist ein Doppelschuss. Nice. Toaster macht einfach nur ein bisschen mehr Whams. Obwohl ich da auch nicht ganz sicher bin. Aber es ist ziemlich nice. Es ist ziemlich nice. Ja, ziemlich nice. So. Und da war doch irgendwas. Da habe ich doch gerade oben noch irgendwas gesehen. Warte mal. So, erstmal auf den Baum rauf springen. Jazz kann. Au. Jazz kann das einfach. Er hat Zeit drauf, er hat einfach die Skills. So. Und. Ach, das war nur Hintergrund. Okay. Und ich dachte schon, das wäre irgendwas Cooles. Puh, dabei war es nur Hintergrund. Ich habe mich verarschen lassen.
Wieso können eigentlich Bäume auf Bäumen wachsen? Gut, es ist ein fremder Planet und von daher gibt das wohl schon in irgendeinem Universum Sinn. So, du kommst ein bisschen nah, Kumpel. Komm nochmal her, komm nochmal her. Bams, bams. Also, ihr habt das gerade auch schon am Ende des ersten Levels gesehen. So, nochmal hoch. Ach, die lasse ich jetzt einfach da. So weiter tragisch ist es jetzt auch nicht. Wenn ich jetzt ein paar Munitionsteile nicht mit einsammle. So, was steht eigentlich auf den Schildern? Habe ich ehrlich gesagt nie drauf geachtet. Die ich ja gerade die ganze Zeit zerschieße. Au. Das war aber nicht nett, Freund. Mein Freund. So. Rabbit Stings. Finde ich jetzt aber nicht so, ne? Also so nett ist es nun auch wieder nicht. Wir bauten überall die Schilder auf. Und zu welchem Zweck vor allem? Mysteriös, mysteriös. So komme ich runter. Gut. Ich will hier hoch. Ah, sehr schön. Hier haben wir einen PC. Also so einen uralten Bildschirm. Ja, was macht er? Wenn wir dagegen schießen, kriegen wir diese beiden, ja, Juwelen um uns herum. Und die sind eigentlich ein Schutzschild. Wenn wir einmal getroffen werden, dann ist der futsch. Klingt zwar komisch, ist aber so. So, ich renne noch mal kurz zurück, denn hier gab es noch immer etwas. Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, man sollte die Level nicht erkunden, sondern einfach nur durchrasen. Das Spiel würde sich eigentlich auch verdammt gut für einen Speedrun eignen. So. Aber es ist die erste Welt und wie komme ich da nach unten hin? Das ist die viel wichtigere Frage. Irgendwie tatsächlich hier. Ha! Ich will das andere auch noch haben. Diese Sterne übrigens, diesen Stern, den ich gerade eingesammelt habe. Ach, was soll's. Der ist, ja, ungefähr sowas wie ein Stern bei Super Mario. Du bist für kurze Zeit verwundbar. Und das ist schon mal ziemlich nice. Habe ich sonst noch irgendwas hier übersehen? Bestimmt, aber ach komm, wir rennen jetzt einfach mal weiter. Und jumpen wir rüber. Sehr schön. Und jump mir hoch und einmal hier Rapid Fire. Nice. Und ihr. Na komm. Jess, stell dich nicht an. So, nice. Und wir haben ein Leben sogar bekommen. Sehr schön. Wo lang jetzt? Ich schätze mal hier runter. Fragezeichen. Ich erstmal hier runter. Moment. Gut, hier komme ich immerhin wieder hoch. Das ist schon mal gut zu wissen. Mist. Ah, gut. Ich werde wieder hochkatapultiert. Das ist das Problem. Du weißt eigentlich nie wirklich, wo du langlaufen musst, aber eine Sanduhr. Sehr schön. Wir haben ja Zeit bekommen. Kill this rabbit. Kann ich das Plakat abschießen? Kann ich es mitnehmen? Nee, schade. Oh, guck mal, wir haben einen Papagei bekommen. Keine Ahnung, wie der heißt. Hätte ich vielleicht vorher nachgucken sollen. Der hat bestimmt einen Namen. Aber wie gesagt, keine Ahnung, wie der heißt. Vielleicht. Ich nenne ihn jetzt einfach. Wie soll man Papagei nennen? Polly ist. Keine Ahnung. Das ist irgendwie zu klischeehaft, finde ich. So, und jetzt ist die Schildkröte weg und genauso auch unser. Ach guck mal, hier haben wir einen versteckten Jumper. Okay, und genauso ist auch unser Schild weg. Aber egal, Polly ist noch mit uns dabei. Ach, ich wollte ihn ja gar nicht Polly nennen. Dann heißt du jetzt. Wie sollen wir unseren Papagei nennen? Schreibt's in die Kommentare. Au. Ja, und jetzt ist der Papagei weg. Und das liegt einfach daran, weil wir getroffen wurden. Ich nenne ihn Patchy, genau. Wie Patchy den Piraten aus SpongeBob. Nee. Das klingt. Der braucht einen coolen Namen. Wie könnte man Papagei nennen?
Wir haben einen neuen Schutzschild bekommen. Das ist schon mal sehr schön. Und Moment mal gerade. Warte ich gerade ein Haar in der Fresse schon wieder? Oh, das ist da unten ziemlich nice. Das ist diese Möhre im PC-Bildschirm. Aber ich erkunde erstmal noch hier die ganzen Sachen. Die gesamte Gegend wird abgesucht. Da oben ist immer noch was. Okay. Okay, pass mal auf, pass mal auf, pass auf. Da komme ich so vielleicht hoch. Mit ordentlich Schmackes geht das bestimmt. Na komm, jetzt. Da war's gewesen. Okay, gut. Okay, ich weiß, wie es geht. So geht das. So ist das offenbar auch gedacht. Und hier auch. Okay, hier auch geht es immer wieder nicht. Schade. Ich spring noch mal kurz. Ich versuche gerade mal hier rauszukommen. Irgendwie. Gut, ich komme nicht irgendwie. Doch, oder? Komm hier raus? So minimal schon, aber ich komme nicht komplett raus. Okay. Ist auch nicht weiter tragisch. Dann. Gut, hier waren wir schon. Dann würde ich mal sagen, wir hüpfen hier runter. Oh yeah! Und jetzt geht's aber mal richtig ab hier. Da war ein Leben übrigens. Alter, das ist hier komplett auf Speed hier, ne? Oh, ich sehe gerade, ich überspringe gerade. Ich wollte nicht da hochspringen. Genau, jetzt ist die Wirkung des der Möhre auch schon oben. Aber ich wollte unbedingt nochmal hier diese ganzen 3,5er Disketten einsammeln. Eigentlich irgendwo auf diese Seite hier rein. Ja, tatsächlich. Secret Level. Ich habe es irgendwie geschafft, ein Secret Level zu finden. Gut. Aber jetzt sind wir selber da. War geil. Der hat aber auch hier schnell. Schuss ja an, ne? Und ich sammle irgendwelche Sterne jetzt ein. Noch mehr Poddies. Ich nenne jetzt einfach Poddy. So. Falls ihr einen besseren Namen habt, dann schreibt die mir in die Kommentare rein. Wo ist das Ding sonst da? So, befreien wir alle Pollys. So, Rapid Fire, nice. Kann eigentlich... Warte mal. Da geht tatsächlich was von meiner Munition flöten. Schade. Also schade, dass ich das sehe, dass da tatsächlich kein Toaster ausspuckt. Aber egal. So. So, muss ich jetzt hier runter? Ich glaube schon, aber ich fliege mal hier hoch. Ich will alle Papageien befreien. Ist ja noch schöner, wenn die hier im Käfig eingesperrt sind. Das kann ich nicht gutheißen, Freunde. Überhaupt nicht. Alle Ponys müssen befreit werden. Ist hier... Ich weiß leider auch nie wirklich, wo sich jetzt ein Geheimgang befindet und wo nicht, ne? Warte mal, hier waren wir schon, ne? Genau, von hier oben kamen wir runter, dann... Ja, komm mal mit, mein Junge. Ich merke, dass er ist jetzt gerade uns verfolgt die ganze Zeit schon ein Papagei. Sehr schön. Und so macht man sich Freunde, Leute. Ich wollte schon sagen, so machen sich Freunde, aber das hätte sich komisch angehört. Bosskampf? Tatsächlich. Okay. Oh Gott. Au. Mist, jetzt habe ich meinen eigenen Poddy verloren. Aber das geht ja schon. Okay, man muss einfach nur schneller sein als die Schildkröte an sich. Okay, ich krieg das hin. Keine Panik, Freunde. Yeah! Geh drauf, du Affe! Beziehungsweise du Schildkröte. Sehr schön, wir haben alle Items eingesammelt.
Die Bonus-Stage war ein voller Erfolg. Level clear. Oh yeah. Loading Trouble, Tarik. Trouble, Tarik, irgendwie was. So, ja, ja. Tube Electric heißt die. Heißt diese Welt. Alles klärchen. Jetzt haben wir den ersten Boss überhaupt übersprungen. Nee, Quatsch. Quatsch. Ich hab grad Kokolores erzählt. So. Gut. Ja, ich mach mal kurz Pause. Und ja, das war dann die erste Folge mit Let's Play. Oder von Let's Play Jazz Jack Rabbit. Und ich hoffe, ihr hattet für diese Folge Spaß gehabt. Ich auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ciao Leute, das war's wieder für heute. Bis zum nächsten Mal, schon ein Martin. Tschüss, Kinder, bis dahin.